Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist das Frage- und Antwortspiel, was ich mit Wagner gespielt habe. Das Interview oder das Frage-Antwortspiel ist in einem Interview entstanden und zwar relativ spontan und relativ kurzfristig. Ich habe dann irgendwann gefragt, als wir so ganz viel gequatscht haben, so ey, wollen wir nicht mehr das Interview machen? Und dann mal, jo, machen wir. Bumm, haben die Kamera aufgestellt. Und dann ging es auch direkt los. Also wir haben uns eigentlich Ich teile dich ja nochmal, ich weiß auf, ja nicht. Ja, das, auf, ja. Das, auf das wollte ich gerade hinaus und ja. Erwarten Sie hier. Also wir haben uns eigentlich selbst beide ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte meine eure Fragen dabei. Lass uns starten. So. Und dann haben wir auch relativ fix angefangen. Wenn ihr euch ein bisschen wundert über das Layout oder das Hintergrund des ganzen Interview-Parts, ist Wagner selber gerade dabei, einen YouTube-Channel, sag ich mal, zu starten. Er hat sich ein Studio gebaut. Und da kam ich anscheinend genau zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit da an mit meinen Fragen und mit meinem YouTube-Channel und mit der Community hier. Ziemlich cool. Dann sind wir im Prinzip beide zusammen ins kalte Wasser gesprungen mit Arschbombe vorab und ja, haben dann einfach geguckt, dass wir bestmöglichst das Ganze so durcharbeiten. Die Videos habe ich nicht großartig bearbeitet und geschnitten, weil ich euch keine Infos vorenthalten wollte. Sind wir mit den Antworten oder ist der Wagner oder hier ist Wagner mit den Antworten sehr gut in die Tiefe auch gegangen und hat auch ein bisschen ausgeholt oder weitreichend erklärt, was ich ja auch sehr cool fand. Also hier sind auf jeden Fall ist viel Gold enthalten für jemanden, der ein bisschen mehr wissen will. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Walter Wagner, der sich die Zeit genommen hat für uns, für mich, für die ganze Community und hat wirklich 2 Tage seine Firma stehen lassen, links liegen lassen für uns und hat sich wirklich 100% auf das Projekt hier konzentriert, was sehr cool ist. Und als Goodie hat er uns noch mit an die Hand gegeben ein kleines Goodie und zwar gibt es für die Erstbestellung auf den gesamten Warenkorb 10%, einen 10% Gutschein, den haben wir so genannt. Marc Monetti 10, das habe ich hier oben oder hier unten werde ich das mal einblenden, gilt auf seinem eigenen Shop, den er hat, der heißt oldieöl.de, wird auch hier unten eingeblendet und wenn ihr Produkte habt oder irgendwie das ganz interessant findet oder sowieso schon überlegt hat, die Produkte zu kaufen, dann hat er noch ein Goodie mit an die Hand gegeben, die 10% auf den Warenkorb. Was mich sehr freuen würde, ist, wenn ihr Anregungen bekommen habt, irgendwas gelernt habt oder dadurch neue Fragen entstanden sind, die ihr gerne beantwortet haben wollt, kommentiert gerne das Video. Ich liebe ja Kommentare, ich finde es immer super geil, eure Kommentare, eure Eindrücke, eure Erfahrungen zu lesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wenn ihr findet, die Information war gut und ihr kennt jemanden, der ein bisschen mehr über Öl erfahren sollte, dann teilt auch gerne das Video, würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß für das Video. Ich hoffe, das Intro war nicht so lang und ich verziehe mich jetzt. Also halt rein, Jungs. Peace. Die nächste Frage, das ist Malgutino. Meine Frage, du hast doch schon das Ceratec drin. Wie viele Additive willst du noch in deinen Motor reinfüllen, denke ich mal? Das macht doch alles gar keinen Sinn mehr. Das gibt auch Wechselwirkungen wie bei Medikamenten. Viel hilft nicht viel. Also Wechselwirkungen gibt es hier nicht. Ja. Weil, ich sag mal, der Motor verschluckt das Keratek nicht. Ja. Das wird höchstens mal die Oberfläche behandelt. Oder in dem Fall vielleicht beschichtet. Ja. Ja. Und die Beschichtung hält nicht ewig. Das heißt, die Beschichtung wird auch mal wieder weg sein. Ja. Ja. Das ist eine Wechselwirkung wie im Medikament wird sie nicht geben. Deswegen kann ich auch Öl wechseln. Ich kann von heute auf morgen ein anderes Öl reinkippen. Ja. Ja. Und der Motor wird ihn auch nicht sich dann beschweren, dass er irgendwo eine Wechselwirkung hat mit einem anderen Öl. Ja. Ja, das wird so nicht sein. Ja. Also könnte man im Prinzip, auch wenn es keinen Sinn macht, 5% Ceratec, 5% Mietwagen. Sag mal, nachdem ich ja die Inhaltsstoffe von Ceratec-Produkt kenne, wäre das möglich, ja. Wäre möglich. Ja, wäre möglich, aber das muss man ja nicht unbedingt machen. Ja, ja, okay. Also aber um die Wechselwirkung, auf die er gerade anspricht, zu geben, wäre dann einfach nein, so viel. Nicht, okay. Okay, gut. Ja, dann denke ich, haben wir das auch soweit beantwortet. Dann habe ich noch Fragen von Facebook. Da hat einer gefragt, oder der hat einmal mir ein bisschen, ich habe mit ihm ein bisschen hin und her geschrieben und er hat mir so kurz geschildert, was er mit seinem Motor vorhat zu machen. Kurzfassung schreibt er, gerade Kopfdichtungsschaben gehabt und Kühler und Kühlsystem stehen im Ölschlamm voll und würde das gerne alles rausspülen. Was hast du da? Ja, gibt es ein GM-Mittel für sowas, ne? Also ich habe im Kühlwasser habe ich Öl. Ja. Ja. So, jetzt muss ich reinigen.
Ja. So, und ich habe Erfahrungen gesammelt. Es gibt kein Patentrezept, es gibt auch kein Produkt dafür, um sowas. Sicher wird es das geben, aber ich würde ihm empfehlen, hier eine kleine Menge Aceton reinzugeben. Mhm. Aceton ist wassermischbar, ja, und auch ölmischbar und hat einen sehr guten Reinigungseffekt, und das mehrfach wiederholen. Ja, okay. Er kann, wenn er will, eher auch nochmal einen Schuss Haushaltsreiniger oder Spülmittel reinmachen. Ja? Nicht zu viel, damit es nicht schäumt, um das nochmal mit einem Tensid zu verstreben. Ja. Und das mehrfach wiederholen. Wiederholen, ja. Ja. Mhm. So, das ist natürlich jetzt übel, wenn jetzt Öl drin ist, ne, weil der ganze, ich sag mal zu Deutsch, der ganze Kühler versifft ist. Ja. Und das muss natürlich raus, weil die Wärmeübertragung, also der Kühleffekt des Kühlers leidet darunter. Ja. Ja. Und er muss schauen, dass er das rausbringt. Ja. Und das muss so gut gehen. So ist ein ganz einfaches Mittel, kostet wenig. Ja. 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 Und funktioniert. Und funktioniert. Ja. Sicher, okay, jetzt dann, die jetzt keine Hochleistungsfahrten auf der Autobahn machen, nicht, dass es überkocht oder überschäumt, ja, ja, sondern das Ding einfach warm fahren, rein, ja, reinigen, 20 Minuten ja, Standgas, okay, drehen lassen, ja, oder auch mal beschleunigen, damit der Thermostat aufgeht, ja, ja, das, damit er einfach einen, oder er überbrückt den Thermostat, wie weiß ich noch nicht, aber ich denke, dass das eine Möglichkeit gibt, ja, ja, okay, dass wirklich auch das durchgeht. Oder er trennt den Kühler vom Block und baut den Kühler aus oder nimmt die Schläuche ab und regelt das irgendwie anders mit einer Pumpe, dass man das in Kreis bringt mit einem kleinen Behälter dran. Ja, okay. Ja. Okay. Aber der Ölschlamm hängt ja auch im Motor. Ja, ja, macht auch, das heißt, geht noch weiter. Dasselbe im Motor auch. Genau. Ja, noch weiter, ja. Also das würde ich jetzt empfehlen. Das wäre jetzt nochmal so eine schlanke Kur. Ja. Sicher darf er das nicht stehen lassen, das Aceton, weil es auch die Dichtungen gehen. Ja. Aber das wäre das Geheimrezept für ihn, um sowas zu lösen. Ja, okay. Weil es zieht sich auch weiter. Es würde auch nämlich auch der Heizungskühler damit belastet werden. Ja. Ergo, das Ding wird nicht mehr heizen im Winter. Ja, ja, okay. Und wir haben solche Probleme auch schon mal gelöst, zum Beispiel von Kunden, die Fahrzeuge aus dem Südländern geholt haben, die Fahrzeuge rein nur mit Wasser gefahren haben, also nicht mit Frostschutzmittel. Ja. Mit Frostschutzmittel ist auch Korrosionsschutzmittel drin. Ja. Die Motoren sind dann total verrostet innen drin. Mhm. Und es gibt Rostablagerungen. Und die kompletten Rostpartikel sammeln sich im Kühler, ja, aber auch in dem Heizungswärmetauscher, ja, und machen die zu. Okay. Und jetzt dort könnte man mit unserem Rostumwandler zum Beispiel noch arbeiten, in so einem Fall, ja, okay, wenn man sowas beigibt. Ja. Also Öl eher mehr, sagen wir, mit dem Reinigungszusatz, mit dem Aceton, weil es immer wassermischbar ist, und da habe ich sehr gute Ergebnisse schon erzielt. Ja, okay. Ja, ja, ich lese nochmal weiter, dasselbe Motor, überall Ölguck gewesen, ich habe vieles rausbekommen, wo ich den Kopf ab und runter hatte. Würde das System aber gern auch nochmal spülen, bevor er wieder auf große Fahrt geht. Ja. Ja. Frage beantwortet. Also, ja, genau. Ja. Mhm. Dann geht's weiter. Getriebeölspülung. Mit was macht ihr das? Das haben wir, glaube ich, eben schon beantwortet. Getriebeölspülung machen wir auch mit unserem Motorcleaner. Ja. Okay. Achso, das heißt, ja, wir füllen, in dem Fall füllen wir das, oder nehmen wir Getriebeöl ab. Ja. Oder wir planen den Getriebeölwechsel, das wäre jetzt am sinnvollsten. Ja. Wir sagen, okay, Ziel ist unser Getriebeölwechsel. Wir lassen ein bisschen Getriebeöl ab, geben den Motorklinger drauf, dann wieder von der Bühne runter. Wir fahren das Fahrzeug eine Stunde wieder hoch, Ölwechsel. Ablassen, okay. Fertig. Ja. Gut. Das gleiche kann man auch machen mit Automatikgetriebe. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel die Kosten einer aufwendigen Getriebespülung sparen will, die auch 600 bis 800 Euro kostet, ja, kann man eins machen, indem man das mit dem Motorcleaner macht. Okay. Man muss das eben dann nochmal mehrfach wiederholen. Ja. Ja. Also praktisch Öl runter, Motorcleaner rein, fahren, ja, dann hoch. Nachdem die Ölwechselmenge nicht die Füllmenge entspricht, bei den meisten Getriebe eben nochmal das Öl wechseln, ja, sodass wir den Motorcleaner auch wieder rausbekommen. Ja. Das ist dann wesentlich billiger, wie wenn ich jetzt eine Getriebespülung mache. Sicher ist es aufwendig, weil ich vielleicht zweimal oder dreimal auf die Bühne muss damit. Ja. Aber auch möglich. Okay. Ja. Mhm. Okay, ja, ja. Super. Dann denke ich, haben wir das auch soweit. Dann
Genau, fragt auch direkt nach Getriebesprühung. Also das habe ich eben nicht vorgelesen, weiß ich gar nicht. Wie macht ihr das? Genau. Was gibt es da für Spülmittel? Kennt ihr nur das, was unser Vertreter da mitgebracht hat, wo wir das Gerät gekauft haben? Also ich denke, das haben wir gerade beantwortet. Womöglich hat er ein Spülgerät. Ja, ja, vielleicht in einem Spülgerät. Und mit dem Spülgerät wird eben eine Reinigungsflüssigkeit mitverkauft. Ja. Ja. Okay. Unser Pendant dazu wäre unser Motorcleaner. Ja, okay. Ja. Super, ja, dann denke ich, dann haben wir das soweit. Dann geht es weiter mit dem nächsten, mit Marvin Parquet, würde ich mal sagen. Noch nie von Wagner gehört. Ich selbst nutze das Kraftstoffadditiv von Protec. Wäre mal interessant zu wissen, was Wagner anders macht als Liquimoly und Protec. Dann habe ich noch gefragt, welches er von Protec nutzt. Und dann wurde es mich auch klarer, er hat gesagt, den Kraftstoffsystemreiniger. Genaue Bezeichnung habe ich nicht, müsste ich nachgucken. Also so diese Benzin und... Es ist so, dass, sag mal, Liquimoly hat für jedes Vehikel ein Wässerchen. Ja. Ja. Sag mal, sie haben ein Ventil sauber, sie haben einen Air-Intake-Reiniger, sie haben für jedes Problem haben sie eine Lösung. Ja. 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 In Form von einem Produkt. Ja. So, und wir reduzieren das auf, letztendlich reduzieren wir das auf zwei Produkte zurück. Ja. Ja. Für jeweilige Kraftstoffart, also den Diesel. Ja. Diesel setzen wir den Injektorreiniger ein. Das ist jetzt ein Intensivreiniger für den Kraftstoff. Ja. Ja, das ist praktisch ein Performance-Additiv, um das auch zum Beispiel die Auslassventile sauber zu halten, aber auch die Injektoren sauber zu bekommen beim Diesel. Ja. Dann beim Diesel-Additiv, wir nennen das einfach nur Diesel-Additiv, weil es ein Multifunktionalprodukt ist. Okay. Und das Produkt kann mehr. Ja. Ja. Das Produkt ist Reiniger, Verschleißschutz, Zetanfallverbesserer, dann wassermischbarer Korrosionsschutz, Zetanzahlverbesserer. Ja? Das heißt, ich ziele auf die Verbrennung ab und Katalysator. Ja. Das ist letztendlich ein Performance-Additiv, Multifunktional-Additiv, um alle Probleme, wie auch die Stabilisierung des Kraftstoffes, die Neutralisierung gegenüber Alterung des Biodiesels entgegenzuwirken. Ja, ja. Okay. Und das gleiche auf praktisch auf den Benziner. Ja. Auf Benzin habe ich ein Produkt, unser Bactofil. Das Bactofil, ja. Genau. Und das ist dann, wäre das komplette Programm dann. Richtig, ja. Mit dem machen wir alles. Ja. Sie haben jetzt keine Spezialprodukte, wo wir jetzt den... nur darauf gehen und nur darauf gehen. Nur den, sagen wir mal, den Ansaugkrümmer sauber zu machen. In, ja, das, ja. Das mache ich mit Aceton genauso, ne, zum Beispiel. Das wenn ich es will. Ne? Ja. Ja. Okay. Oder ich stelle es einfach in Frage, dass ein Reiniger, den ich jetzt reinsprühe, den Ansaugkanal sauber macht. Ne? Das ist jetzt mal, das soll sich jeder selber entscheiden, ist es möglich oder ist es nicht möglich. Ja. 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 Okay. Also, da möchte ich jetzt auch nicht vorgreifen und auch jetzt nicht Mitbewerber in dem Fall jetzt hier angreifen, sondern letztendlich reduzieren wir das auf ein paar wenige Produkte. Ja. Dort, wo der Kunde eben ein Produkt bekommen kann in sehr hohen Konzentrationen, wenn man also auch die Mischungsverhältnisse anschaut, als nur als vergleichbar, unser Bactofil hat ein Mischungsverhältnis von 1 zu 1000. Ja. Das heißt, die Dose reicht, die 250 ml Dose Pumpflasche mit dem Dosierkopf oben reicht für 250 Liter Sprit. Das Referenzprodukt zu Liquimoly, auch mit Zinsstabilisator, reicht eben nur für 50 Liter Kraftstoff. Ja. Das heißt, unser Produkt reicht für fünffach höhere Kraftstoffmenge. Und hat gerade mal einen doppelten Preis. Ja? Die Frage ist dann, welches Produkt ist preisgünstiger? Ja. Als Beispiel. Ja. Also ich muss sagen, weil Liquimoly einfach flächendeckend auch in Baumärkten zu finden ist und man einfach da auch im Internet, sag ich mal, mit Werbung einfach immer in Kontakt kommt, wenn man sich ein bisschen mit Autosachen beschäftigt, habe ich selbst mal den Injektorreiniger, glaube ich, benutzt bei der Autofahrt. Habe auch, glaube ich, auf dem Channel darüber berichtet und da war das so, dass ich gemerkt habe, auf jeden Fall, dass die Gasannahme leicht ein bisschen besser lief. Das war halt eine Pull auf einen Tank. Ja. Und bin dann damit rumgefahren. Ob es was gebracht im Endeffekt, habe ich auch gesagt, weiß ich nicht. Ich habe gemerkt, dass es aber ein bisschen spritziger lief. Wahrscheinlich gab es noch eine Aufwertung des Spritz. Aber feststellen konnte ich da nicht. Und da stellt sich meine Frage, wenn man solche Produkte benutzt, muss die Wirksamkeit immer feststellbar sein? Also spürbar für den Anwender? Nein, wenn Sie einen Reiniger haben, der Ihnen den Kolbenboden sauber macht und den Ventil sauber macht, wie wollen Sie das spüren? Ja. Sie haben ja nicht einen Finger drin. Ne? Also wie wollen Sie das spüren? Ja. Sie können höchstens sagen, okay, wenn ich jetzt einen verstopften oder verschlissenen
Injektor habe, der nicht mehr sauber absprüht und der sprüht dann nach wieder sauber ab und ich bringe meine Leistung, ja, dann würde ich was mögen, dass der Motor geräuschlich verändert. Vielleicht, ja. Dass ich zum Beispiel einen Injektor, der hakelt, der hat ein metallisches Geräusch, nach weg ist, ja, das werde ich hören. Ja, okay. Aber dass ich das jetzt in der Performance, in der Leistung des Fahrzeugs gleich bemerken, wenn man das spüren kann, nein, das ist nicht der Fall. Okay. Das würde ich auch nicht erwarten, ja, ja. Dass sowas kommt. Ja. Ja, das ist eine Frage, die ich mir noch nie aufgestellt habe. Ja. Und zwar war das wirklich so, da habe ich bei Amazon mal einfach eine Rezension gelesen, einmal weil ich wissen wollte, was die Leute dann so schreiben. Und da hatte einer gesagt, ich habe ein Produkt von euch verwendet und ich habe nichts gemerkt, also keine Ahnung, war wahrscheinlich Placebo. Und dann kam mir die Frage, ich habe ja auch schon Sachen benutzt, ja. Ich weiß nicht, ob es immer was bringt, weil ich es ja nicht merke, aber... Steht das im Zusammenhang? Bringen Mittel was? Manche ja, sind das ist aber so. Wir haben jetzt letztendlich mit unseren Additiven keine greifbaren Produkte. Ja, ich habe jetzt kein hochwertiges, sexy Produkt, was ich hier habe, wo ich damit arbeiten kann, wo ich die Effekte sehe, ja. Sondern ich habe letztendlich einen Reiniger, der sauber macht, ja, ja. Zum Beispiel. Ja. Ja. Und sonst würde ich nicht feststellen können. Ich würde auch nichts merken. Was würde ich merken? Ja, ja. Also wahrscheinlich wie eine Putzbau, die man sich in der Wohnung bestellt, die man nicht besucht. Ja. So, und jetzt ist es eben so, dass wir eben das dann sicher in der Branche muss natürlich Vertrauen aufgebaut werden. Ja. Und wenn, sagen wir mal, ein seriöser Hersteller sagt, okay, es sind eben Wirkstoffe drin, die das machen. Ja. Und es gibt Wirkstoffe, die das können. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt Wirkstoffe, die das können. Ja. Und die sind da drin. Ja, werden dort mit verkauft, ja, unabhängig von welchem Mischungsverhältnis, was wir haben, ja, dann ist das Produkt gerechtfertigt. Ja, okay. So, was ich natürlich jetzt nicht... Ja. Also dann sind die Produkte gerechtfertigt. Und ja, ist es so. Letztendlich ist es so, dass im, sagen wir, Reinigungsadditive, die in Gasstoffen eingesetzt werden, wie Diesel und Benzin, die werden ja nicht irgendwo in der Hexenküche gemacht, ja, sondern da stecken ja lang empirische Forschungen dahinter. Ja, dort, wo wir uns letztendlich auch mit diesen Ergebnissen die beschäftigen haben und letztendlich auch diese Produkte dann einsetzen. Ja. Ja. Sicher gibt es Mischungsempfehlungen von bis. Ne? Ja. Ich kann zum Beispiel, man spricht in der Szene von Keep Clean, ja, ja. Und Clean Up. Ne? Okay, ja. Das heißt, ich kann den gleichen Wirkstoff einsetzen, um es sauber zu halten. Ja, ich kann aber mit einer höheren Dosierrate, die ich beigebe, sauber machen. Ja. Ja. Also Clean-Up-Effekt erzeugen. Das heißt, ich kann einen verschmutzten Motor komplett säubern. Ja. Brauche ich aber eine höhere Dosierung. Und das kann ich natürlich jetzt nicht beantworten, welche Produkte mit welcher Dosierung an welchen Wirkstoffen da drin sind, weil das selbst auch eine Spektralanalyse wird das hergeben, aber ich kann es nicht genau deuten. Ja, ja. Ja, ja, okay. Und das letztendlich jetzt ist es so, dass das dann doch Vertrauenssache ist, ne? Dass man sagt, okay, ich gebe dem Hersteller das Vertrauen in das Produkt und das kommt dann so, wie es da steht. Ja, ja. Okay. Ja. Und ich bin der Meinung, dass die Produkte, die am Markt sind, die das Versprechen geben, ja, dass sie zum Beispiel einen Clean-Up oder Keep-Clean-Effekt haben, dass es auch dann so kommt. Ja. Ja. Okay. Ja. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Weil ich möchte auch auf das Thema eingehen, weil es sehr viele sagen, ja, was brauchen wir Additive? Haben wir früher nicht gebraucht, brauchen wir jetzt nicht. Ne? Ja, welche? Additive. Brauchen wir das echt? Brauchen wir das echt? Ne? Ich habe es nicht gelesen, aber ich denke, das brauchen wir sowas echt. Ne? Ich sag mal, ohne Additiv wird kein Motor laufen. Ja? Also ohne, sag mal, Additivpakete, die in Ölen mit eingesetzt werden, wird kein Motor laufen. Ja? Das heißt, das additive Technologie ist ein wesentlicher Baustein in der ganzen Schmierstoffszene. Sicherlich ist das Wort Additiv, so im deutschen Sprachgebrauch, hat ein bisschen negativ belastet. Ja? Ist es immer noch. Ja? Ja. Man könnte es, der Amerikaner sagt das Supplement dazu, ne, oder auch sagen wir, als Umschreibung für Additive. Ne? Ja, ja, ja. Es gibt, man könnte, hätte es vielleicht geschickter machen können in den Anfängen der Additiv, oder die man kaufen kann, also Zusatzadditive, die man kaufen kann. Letztendlich muss dem bewusst sein, der Additive kauft. Additiv ist ein wesentlicher Bestandteil in der Schmierstoffindustrie und auch in der Kraftstoffindustrie. Ein Kraftstoff ohne Additive geht nicht. Ja. Ist kein Kraftstoff. Und jetzt kann man eben die Performance steigern, ja, indem ich eben
in die Richtung gehe, indem ich eben ein Produkt auswähle und für mich im Endeffekt das heraushole, was ich hier haben will. Ja. 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 Ja, das geht ja auch genauso in die Richtung, was ich ja am Anfang erzählt hatte, warum ich überhaupt das Ganze mache und warum, wie es zum YouTube-Channel kam, einfach die Optimierung von dem, was ich habe am Auto, einfach auf ein höheres Level zu setzen mit dem, was es gibt. Das war Kurzfassung. Ja. Und nachdem ja der Kraftstoffhersteller zum Beispiel nur eine Lagerstabilität vom Kraftstoff von 4 Wochen gibt, er könnte ja 1 Jahr geben. Ja, okay. Und das wird nur durch Additive gemacht. Ja. Und dort wird letztendlich, kann ich steuern. Ja. Ja. Und den Steuerknüppel, den hat jeder selbst in der Hand. Ne? Ja. Die Produkte werden angeboten, und jeder kann selber was draus machen. Hm. Okay. Ja. Sagen wir jetzt einmal die freche Frage. Ne? Ja, brauchen wir das? Ja, brauchen wir das wirklich? Brauchen wir das echt? Ne? Das ist, ja. Okay, berechtigt, sicher berechtigt. Ja. Ja. Aber gut, ich bin mir sicher, wenn man jetzt als unbedarft da draußen steht und sich das anschaut, ne, braucht man das wirklich. Warum macht es die Mineralölindustrie nicht? Warum sind die Autos nicht so gut und so weiter und so fort? Ja. Dann muss man, sag mal, die Hintergründe kennen. Ja. Ja. Was ist wirklich gewollt oder was ist nicht gewollt? Ja. Ne? In welche Richtung geht das? Sicher kann ich den Kraftstoffverbrauch, ich könnte halt Kraftstoffqualitäten anbieten, die wesentlich von der Qualität noch mehr Energiegehalt haben, wo ich noch sehr viel mehr rausholen will. Mhm. Muss auch geschehen, um die Abgasgrenzwerte in der Zukunft einzuhalten. Ja. Kann ich das machen mit 7% Biodiesel? Nein. Ja. Das ist kontraproduktiv. Ja. 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 Nur es ist halt weit gesetzt, auch über den Kontinent USA wird Biodiesel beigegeben, dem Diesel. Ja. Ja. Das heißt, man muss schon in die Richtung gehen, dass man nachhaltig arbeitet oder auch regenerative Brennstoffe mit einsetzt. Gar keine Frage. Ja. Nur es passt nicht zusammen. Einerseits will ich jetzt extrem gute Abgaswerte und nicht jeden Sprit rein, der das nicht hergibt oder hergeben kann. Ja. 7% als Biodiesel im Diesel. Ne? Ja, okay. Und das muss uns klar sein. Ja, und deswegen können wir auch eben durch verschiedene Maßnahmen wie Additive gegensteuern. Ja, okay. Ja, ich denke, das war ziemlich konkret. Ja, ist gut. Ja, dann aus der WhatsApp-Gruppe fragt noch einmal Matthäus Daniel, verschleißt es wirklich Mikrorisse und erhöht es die Kompression? Als kurze Frage, das ist der Keramikadditiv. Also das Keramikadditiv, wir hatten ja schon eingangs das Thema, das Mikrorisse, die Frage ist, was ein Mikroriss ist. Ne? Ja. Ein Riss ist, wenn ein Stahl gerissen ist. Ne? Ja. Also ein Riss kann ich nicht heilen. Ja. Ja? Ich kann eine Oberfläche verdichten und die Oberfläche glatter machen. Ja? Also wenn ihr das unter Riss versteht. Ja. Aber einen Durchbruch als Riss kann ich nicht heilen. Ja. Ne? Das geht nicht. Okay, ja. Ich habe es auch in die Richtung verstanden, dass nicht der Motorblock gerissen ist. Ja. Sondern letztendlich geht es darum, dass wir die Oberflächenqualitäten optimieren. Das heißt, die Oberflächengüte wird besser, wir werden glatter werden, dadurch habe ich weniger Reibung, weniger Verschleiß, bessere Kompression. Ja. Ja. Und das ist das alles, was zur Performance führt. Ja. Kann man das also so verstehen? Eine Frage, die bei mir jetzt noch gerade kommt, ist, dass ein Motor schneller warm wird durch das Additiv, also das Keramikadditiv? Oder kann man das so gar nicht messen? Nein. Nicht. Nein, wo kommt die Wärme her? Die Wärmeentwicklung kommt durch die Verbrennung. Durch die Verbrennung, okay. Also, je schneller warm ist, desto mehr ich belaste. Ne? Ja. Desto mehr Treibstoff ich reingebe, desto mehr Wärmeentwicklung werde ich haben. Ja, okay. So, und dann hängt es wieder von der Einlaufphase an. Was mache ich einlaufen? Ne? Mache ich einen Einlauf mit 7000 Umdrehungen? Ja, unter Last? Ja, klar. Ja, Kaltstart mit Vollgas. Genau. Zum Beispiel. Ja. Genau, dann fragt noch einmal Christian Fflow 94, so habe ich dich gespeichert. Ich weiß nicht, über welchen Kanal du zu mir gestoßen bist. Auf jeden Fall nehme ich immer den Namen, der über den Kanal du gekommen bist. Er fragt, mich würde interessieren, ab wie viel Grad Temperatur seine Öle volle Schmierfähigkeit liefern und was er zum Thema Warmfahren sagt. Wenn ihr die Zeit auch habt, separat auch gerne für Oldtimer und neue Autos. Er scheint ja ein Oldie-Spezialist zu sein. Die Fragen sind eigentlich in unserem ganzen Fragenkontext schon mit beantwortet werden. Wir können das nochmal wiederholen. Dann mal die Lastphase soll nur dann beginnen, wenn es wirklich auch warm ist. Ne? Ja.
Und das Gleiche gilt natürlich jetzt auch für die älteren Fahrzeuge, die Oldtimer-Fahrzeuge. Wir haben bei den älteren Fahrzeugen natürlich noch viel mehr Fertigungstoleranzen drin, ja. Oder auch durch das Alter viel mehr Verschleiß. Umso mehr ist das nämlich geboten, solche Fahrzeuge schonend anzufahren. Ja. Und dann eben bei entsprechenden Öltemperaturen oder auch letztendlich auch Kühlwassertemperaturen schon so dann auf Last zu gehen. Ja, ja, okay. Mhm. Und dann hattest du ja vorhin gesagt, als wir unterwegs waren, warm fahren so ab 80, 90 Grad. Ja. Also dann kann man erst die Last relativ vorher geben, ja. Mhm. Okay. Das wollte ich nochmal klarstellen. Viele Leute, weil die Frage immer wieder aufkommt. Ja. Also ab 80 Grad kann man dann voll reinlatschen. Oder 85 so ungefähr. Je höher die Temperatur ist, würde ich sagen, desto besser ist es. Ja. Also, ja. Wenn euch der Motor lieb ist, dann keine Kaltstarts mit Vollgas. Ja, haben wir, ja. Absolut. Genau, so wie es aussieht, habt ihr es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft. Ich glaube, das war auch eine harte Kur, aber glaube ich hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam. Nochmal für alle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel liked, abonniert oder teilt. Aber auch wirklich immer kommentieren, was für Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann nutzen wir mal den Hashtag drangeblieben. Haut das einfach mal raus. Es würde mich interessieren, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat und wer Bock hatte oder wer was gelernt hat. Kann sagen, ich bin schlauer geworden oder sowas. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Ansonsten warten noch sehr viele Videos auf euch. Ja, ich höre auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, lasst mich das wissen, ob es cool wäre oder nicht. Und dann bis bald im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.